Wie bisher immer. Ja, nachher hatte ich kein anderes Spiel, aber das wird sich auch noch ändern. Wir starten gleich mit Ranglistenspiele. Und dann gleich mal wieder richtig loslegen hier. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Vielleicht habe ich schon den einen oder anderen Anschalter. Weil gestern war schon sehr geil für mich. Also gestern war mein bester Abend bisher. So von den Statistiken her. Sehr cool. Freut mich, dass ich Content mache, der euch gefällt. Ich hatte gestern am Ende auch noch 6 Zuschauer oder 7. Ich habe mal kurz in den Chat reingeschaut. Während dem Spiel gucke ich ja nicht rein. Freut mich auf jeden Fall mega. Ah, ich habe heute ein bisschen leichten Hangover. Ich war gestern noch ziemlich lange online. Ich glaube bis 5 Uhr oder so. Ach ja. War ein bisschen lang. Ja, den Ingame-Chat, den kann man echt vergessen. Gelegentlich sind es mal ein paar Leute, die nach einem Team suchen. Aber wenn sich da ein bisschen informiert, kann man ja auch auf den Discord gehen. Das will ich aber im Stream will ich das nicht machen. Das dauert einfach, ja. Dann rede ich ständig mit Leuten, die ihr dann nicht hört. Das ist auch irgendwie doof. Ja, vielleicht kommt heute noch jemand dazu. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich werde heute aber nur 2 Stunden machen. Ich werde heute nicht länger zocken. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Also, gestern war wieder zu lang. Ich muss mich heute auch noch um ein paar Dinge kümmern. Das Layout in Twitch soll noch angepasst werden. Ein guter Kumpel von mir macht mir ein paar Logos. Boah, so ein bisschen drumrum muss man ja auch machen. Muss ja schön aussehen. Da geht's auch schon los. Sehr schön. Sorry für das Bewegen. Ein bisschen nach unten muss es noch. Ihr müsst mich ja eigentlich noch ganz gut hören. Weiß nicht, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein paar Videos auf YouTube zu meiner Drohne. Ich bin ja auch Drohnenflieger. Wenn es den einen oder anderen interessiert, würde ich dann auch nochmal Bescheid geben, wenn ich ein paar Videos hochlade. Ansonsten Zocker mit Leib und Seele. Ja, gleich geht's los. Nochmal dienen. Wollte das zerren. Wa? Nee, dadurch, dass ich so lange geschlafen habe heute, das... ist wie wenn man eigentlich gesoffen hat. Ich hab immer so ein, ja, Jetlag, Hangover, wie man es auch immer nennen mag. Jetlag ist ja auch nichts anderes als ein Hangover, in meinen Augen. Wo wollen die hin? Genau, sehr schön. Der Eins hat's gerafft.
Notice. Operator exceeded expectation. Ach, die anderen holen den an. Das andere Erz. Sehr schön. Fuck, da bin ich jetzt nicht hochgekommen. Aber hinten ist ein Erz. Come on, we need that massive mineral deposit. Immer schön versuchen, we should mine some minerals. No. Minerals? My shield's broken! Jetzt haben wir völlig vorbeigeschossen. Damn it! Down! Nein. Fuck. Einmal mit Profis arbeiten, wa? Wer sieht das noch so? Kein Kommentar. Irgendwie habe ich sehr polite Leute in meinem Chat oder niemand. Spaß. There's a facility. We can power it up. Purchase order received. Heads up. Engaging the enemy. Ah, ein Gegner. Ein Gegner zum Wegsnacken. I'm taking fire. My shield's broken! Need help! I'm down! Verdammt, das kommt natürlich auch vor. Engaging the enemy! Wo sind denn die anderen? Bin ich blind? Eins sehe ich. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Die Entfernung. Alert!
I'm taking fire. Ja, weil du doof bist und da oben bleibst. Oh Mann. Weil das ja so viel bringt. Activated. Multiple hostile prospectors engaging. Naja, passiert, wenn man nicht im Team rumläuft. Aber das Team war auch wieder scheiße, ey. Das ist das einzigst langwierige manchmal in dem Spiel, dass man halt echt teilweise 5-6 Minuten auf ein Spiel wartet. Da spiele ich lieber im Team als alleine, weil im Solo-Game die Gesellschaft ist so toxisch. Man kann sich zwar verbünden im Spiel über X, man sendet eine Anfrage und der andere kann es dann mit X entweder annehmen oder aussetzen, und wenn er aussetzt, wird es im Prinzip abgelehnt. Aber das machen die meisten nicht. Ganz am Anfang machen sie es noch und dann denken sich alle irgendwie, nö, ich bin Ego-Shooter unterwegs. Ein bisschen arm. Ich muss gerade husten. Und da blende ich mich kurz aus. Ja, da warten wir wieder. Let's go. Die sind schon geil, aber ich finde es immer schlimm, wenn
den Snacks doppelt und dreifach eingepackt sind. Und die Tüte aufreißt und dann jedes einzelne irgendwie nochmal in der Tüte ist. So wie bei den Schokobons, um jetzt mal den Hersteller nicht zu nennen. 25 kleine 1000 Tütchen, wenn du alles gefuttert hast. So viel Plastik. Aber sind trotzdem geil. Ja. Come on, let's power up the facility. Dann wir erstmal direkt die Facility powern. Alright, Prospector. Complete the most contracts if you want top marks. And remember to get off the planet before the cycle hits. Wo wollt ihr denn hin? We should mine that epic mineral deposit. Hey, over here. My shield's broken. Need help. I'm down. Assisting ally. Ernsthaft? Alter, durch die scheiß Pilze geht er drauf. Alter Falter, ey. Also, ich meine, das hört sich jetzt voll nach Aufregen an, aber ich denke mir da manchmal so, was sind jetzt für Leute, die so nicht mal gefangen kriegen, so Pilze umzugehen, die dann solche Spiele spielen. Operator exceeded expectation. New kit subroutines enabled. Wenn ich so gar nichts treffe in so einem 3D-Shooter, dann lasse ich es doch lieber bleiben und sag mir, ich bin nicht dafür gedacht. Naja. Over here! Attacking the enemy. Die rennen an allem vorbei. Ich habe immer noch nicht genug Kohle, um meine. Wir sind zweiter Platz aus irgendeinem Grund. Gerade zwei Stück gleichzeitig, das ist natürlich geil. My shield's broken. Kit adapted for improved operation in current environment. My shield's broken. Purchase order received. Heads up. My shield's broken. I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. So, hier geht ganz schön Party ab, wenn man das so macht. Now put that thing to good use.
is in your hands now. Let's see you keep it that way. These numbers, you've got company aboard the train. Attacking the enemy! Taking fire! My shield's broken! Gut. Gar nicht schlecht, wir sind auf dem ersten Platz. Nice. We should power up also direkt nach dem epischen Kristall suchen ist gar keine schlechte Idee in einem Team. Okay, train is all yours. Just keep it safe. Jetzt machen die doch da hinten den Kristall oder was? Also das habe ich auch schon gemerkt, dass das manchmal Sinn macht. Train is still going. Good job down there. All looks good. Facility now powered and operational. Hier das Erz. Notice, kit has increased to match operator performance. Good. Keep that train going. You've got company aboard the train. Taking fire. So, Erz sammeln wir zurück zu den Jungs. Das ist echt wichtig, wenn man im Team arbeitet, dass man eigentlich zusammenbleibt. Im Zweifel sich trennt, sage ich jetzt mal. Und ja, da liegt halt der ganze Punkt. Man muss schon einen Voice-Chat haben, finde ich, bei dem Spiel. Dann kann man sich wesentlich besser koordinieren. Ich bin da ja eigentlich eher der Teamspeaker. Shields broken. Aber ich werde mich auch mit Discord zurechtfinden. Es war einfach blind. My shield's broken! Warning, I'm taking fire! Emergency shield activated. Commencing triage. Engaging the enemy! Aber die anderen snacken den schon noch weg. My shield's broken! Da muss man sich halt auch echt auf die anderen verlassen. Kollege, ich weiß nicht, im letzten oder vorletzten Video habe ich einen Kollegen ein bisschen zusammengeschnauzt.
Weil er halt einer ist, der immer schnell die Beine in die Hand nimmt. Wenn man dann selber vorne ist, bin ich in der Annahme, dass derjenige, der hinter einem herkommt, das ist natürlich dann einfach ärgerlich. Da muss man halt sich gut kommunizieren und sich gut abstimmen. Das ist wichtig in dem Spiel. Und ja, wie gesagt, da kommt man eigentlich um einen Voice-Chat nicht drum rum. Good. Keep that train going. Capture that train before it finishes unloading the reward extra. Careful while unloading the train, Prospector. Our cargo is very, very... Taking fire! Ah, ich komme. Ich komme. Du hast doch genug Kollegen um dich rum. Do you see that train unloading? Capture it. We'll reward you well. Ja, ja. My shield's broken! Das sind noch mehr. Drecksviecher. Train's doing good time. Keep on it. My shield's broken. Da ist es echt wichtig aufzuschließen. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man auch sich mal überlegen, nimmt man das Erz jetzt noch mit oder nicht? Und da am besten auch immer Rücksprache im Team. Das ist das Beste. Das ist echt das Beste. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, noch ist die Community klein von mir. Da kann ich auch mal auf Wünsche eingehen, dann zocke ich auch gerne mal mit euch. Ist da noch ein Erz? Das fällt mir gerade so auf hier. Das können wir doch jetzt sein lassen. I'm taking fire! Come on, let's power up the facility. We should power up the facility. Wir haben dann 270 Punkte, also das ist ja schon mal ganz gut. Wo ist denn mein Team? Mein Team ist da ganz da hinten, alter Falter. Was machen die denn da? Und fast keine Absprachen im Chat, also auch nicht über die Kommandos. Also das ist echt immer so eine Sache, wo ich mir sage... Wie soll man da gescheit zusammenarbeiten, wenn es keine Ansagen gibt? My shield's broken. Einfach nur stumpf hinterherrennen, ohne eine Ahnung zu haben, was man eigentlich vorhat. Ist nicht gerade toll. There's a facility. We can power it up. I'm taking fire. Enjoy your new toy. Jetzt geht's los hier. Sniper. Ich mag die Sniper.
Ja, es gibt bessere, ich weiß. Habe ich halt noch nicht. Muss jetzt erstmal Punkte sparen, aber so richtig. Engaging the enemy. Check your map, Prospector. Imminent cycle spike detected nearby. We should head for the spike zone. Notice, kit recalibrated to match increased operator performance. There's a facility we can power up. Attacking the enemy. Zu den Cycle Spikes will ich vorher noch mal hin. Da werde ich gerne noch ein bisschen was collecten. Cycle spiking. Check the circuit. Wir wollen hier hin. And try not to get yourself zapped. Let's get you back home. Evac coming in 60 seconds. Dissipating soon, Prospector. So. Zurück zu meinen Jungs. Ich gehe zu den zwei. Shield's broken. Help! I'm down! Ship unable to land. Please clear the evac zone of hostile. Engaging the enemy! Evac zone clear. Ship landing. Ich mache mich zur E-Wechsel. Vielleicht kann ich noch den anderen wechseln. Das ist halt auch immer die Gefahr. Wenn jemanden wegsnacken will, dass man selber weggesnackt wird. I'm taking fire! In der Hinsicht bin ich meistens taktisch.
Engaging the enemy. Hurry up, Prospector. That ship won't wait forever. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Gut, dass ich da so nah war. Shield's broken. Need help. I'm down. Ja, nice. 675 Punkte. Richtig geiles Team gehabt, ey. Richtig geil. Auch wenn die nicht zusammen rumgelaufen sind. Die haben es gut gemacht. Naja, so Ranglisten, weiter geht's. Ich brauche Punkte. Oder entschuldige mich nochmal ganz kurz, ich muss ganz kurz aufs Klo. So, da bin ich wieder. Ja, mein Headset. Oh, falsche Seite. Ist kaputt. Brauche eigentlich ein neues. Hab eigentlich auch eins. Ich muss es mal anschließen und dann auch entsprechend wieder konfigurieren. Weil das ist halt ein Bluetooth-Headset mit einer eigenen Soundkarte. Dann hätte ich wieder zwei Soundkarten am Rechner. Meine Onboard ist ja aktuell deaktiviert. Wegen meiner neuen Soundkarte, die extern ist. Wesentlich weniger Streustrahlung, wesentlich weniger Rauschen in der Aufnahme. Dass ihr auch wirklich eine gute Qualität von mir geliefert bekommt.
Ja. Es ist nicht alles perfekt im Livestream. Hä? Ich habe jetzt gerade gedacht, ja. Das habe ich auch nicht so ganz gedacht, dass er manchmal neu lädt und dann einfach dich wieder in die Empfangshalle wirft, oder wie man dieses Konstrukt hier nennen mag. Drücke F, um Discord zu öffnen. Okay. Ich bin bisher immer über das Quick-Menü gegangen. Hab mich hier noch gar nicht richtig umgeschaut. Hallo. Ah, okay. Boah, eigentlich ganz schön gemacht. Erinnert mich ein bisschen immer so an Borderlands. Nicht wegen den Outlines, sondern wegen dem Stil, wegen der Aufmachung. Ich kann es gar nicht genau sagen, wie ich das mit Borderlands verknüpfe. Match. Loadout. Ah, okay, der Ingame-Shop. Na, was brauche ich nicht. Loadout. Ja, aber ich finde es ganz gut, dass man das über Quick-Menü erreicht. Ah, hier sind meine Freunde. Hey, lass uns mal einen Wodka trinken. Karolev, das hat sich für mich so. Auch Vadim Tanayev. Klingt voll russisch. Ich mag Russen. Ich komme gut mit Russen klar. Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Also ich komme mit jeder Nation klar. Aber mit Russen komme ich irgendwie sehr gut klar. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist Russe. Der hat russische Wurzeln, ist eigentlich Deutscher, aber russische Wurzeln. Ich hatte viele Russen in der Schulzeit. Russen sind ein lustiges Völkchen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ist, den ich kenne, dem ich vielleicht direkt eine Gruppe bilden könnte. Nach der Runde. Ui. Jetzt sind ja schon wieder eine Dreiviertelstunde online. Wow. Wie die Zeit vergeht, wenn man streamt. Get off this rock Notice. Operator exceeded expectation. New kit subroutines enabled. Wo renne ich denn hin? Ach, verdammt, Tage. Was renne ich da gerade für einen Mist zusammen?
Aber die rennen auch ein ganz schön Mist zusammen. Verdammte Hake, wenn man sich mal an den Leuten orientiert hier. Der Vierer, der ist schon an der richtigen Stelle. Da hinten ist ein Kristall. Ausgezeichnet. Um es mit Mr. Burns Worten zu sagen. Müssten wir hin, das ist jetzt viel zu weit weg. Irgendjemand im Spiel hat, glaube ich, seinen Voice-Chat an. Ich habe richtig nervig. Nein, okay, ihr hört auch mein Geklicke. Über zu dem oder was? Dann gehen wir zu dem. Ne, wenn der eine nur dahin geht, dann gehe ich mit dem anderen. Damit der wenigstens auch ein bisschen Unterstützung hat. Oh Mann, eins, geh doch zu dem anderen. Der rafft's nicht. Hört das doch sicherlich auch, oder? Dass das alles ein bisschen doppelt ist. Unglaublich, wie dumm manche Leute sein können. Okay. Der hat's auch eingesammelt. Hey, over here! Ja, ich hör das durch sein Mikrofon auch. Furchtbar. Purchase order received. Heads up. Er hat's gerafft. Sehr schön. Jetzt habe ich nichts mehr doppelt. Ah, das ist schon weggesammelt. Das war klar. No. We should mine some minerals. Let's drill for minerals. Thank you.
Attacking the enemy. Da hat schon wieder jemand sein Mikrofon an. Engaging the enemy. Und die haben echt keinen Plan, wo sie hinwollen, oder? Alter. Sorry, dass ich mich gerade so ein bisschen aufrege, aber das ist ja echt furchtbar mit denen. Okay. Super, jetzt hätte ich befeuert, das war mir irgendwie klar. Und irgendjemand hat wieder seinen Mic an. Taking fire! My shield's broken! Alert! Engaged by hostile group. Shield activated. Commencing triage. Engaging the enemy! I'm down. Need help. I'm down. Over here. Here. Warning. Under attack by multiple. Ach, fuck you. Ey, das gibt's doch nicht. Sag mal. Bin ich bescheuert? Ich dachte, ich habe jetzt gerade echt gedacht, das ist ein Kollege. Alter, bin ich doof. Bin ich doof. Ich hab echt gedacht, das ist ein Kollege. Aber die sind auch echt doof. Keiner hat jemals in den Chat geguckt, habe ich das Gefühl, ey. Der eine Depp hat die ganze Zeit mit seinem Mikrofon den Sound einfach mal verdoppelt bei mir. So ein Depp. Okay, ich komme wieder runter. Wir spielen einfach wieder weiter. Einfach nochmal durchstarten. Eigentlich könnte ich hier mal ein Holovisier gebrauchen.
Okay, perfekt. Sehr schön. Pistole noch ein bisschen verbessert. Das ist eigentlich ganz gut, weil, ja, am Anfang hat man halt nur die Pistole. Weil man am Ende halt, weil man am Ende halt eh nur noch mit den anderen Waffen kämpft und mit der Pistole eigentlich kaum noch. Das muss man einfach für sich selbst entscheiden, ob man das braucht oder nicht. Ich persönlich sage, je besser ich vorher am Anfang wegkomme, desto besser kann nur das Spiel werden. Okay, keine Ahnung, was das genau ist. Ich warte mal, bis ich die 200 Punkte erreiche. Vielleicht kann ich dann da irgendwas machen. Wie gesagt, ich spiele das Game ja auch erst seit 2 Wochen. Seit einer Woche streame ich. Seit einer knappen Woche. Nicht ganz. Weil ich mich da vorher auch schon mal ein bisschen gestreamt habe, aber das ist nicht so mit Leib und Seele, sage ich jetzt mal. Weil ich halt auch nicht die Ausrüstung hatte, die ich mir gewünscht hätte. Und ich habe mich halt auch immer davor gesträubt, das Geld auszugeben. Bis ich mir irgendwann gedacht habe, scheiß drauf. Ich nehme das Geld jetzt in die Hand. Das kann ich auch so zum Zocken nutzen. Sehr schön. Los geht's. Die werden das eh wieder nicht lesen. Ach verdammt, ich wollte doch gucken, ob ich jemanden, ob ein Kumpel online ist. Vielleicht dann nächste Runde, wenn ich es nicht wieder vergesse. Contracts available. Complete as many as you can, then get off this rock before the cycle closes in. Ach, da ist er. Hey, over here. Let's drill for minerals. Come on, capture the uplink relay. Notice, operator exceeded expectation. New kit subroutines enabled. Engaging the enemy. Ah, komm ich auch nicht. Oh, verdammt. Naja, egal. Ich gehe jetzt einfach außen rum. Oh, oder hier hoch. Hä? Das ist da unten. Ach, scheiß drauf. Ah,
dass das manchmal so kompliziert sein muss. Verdammt. I'm taking fire! Here! Hey, wo ist denn der eine? Warum sehe ich den nicht? Da. Orientierungsprobleme, sorry. Shield's broken. Need help. I'm down. Affirmative. Nope. I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Alter, der eine geht nach rechts, der andere nach links. Ja, super. So mag ich das. Operation in current environment. Engaging the enemy. Haben wir schon wieder jemanden, der tot ist? Oh Mann. So, erstmal mit der MG. Diesmal nehme ich die MG als erstes. Alter, kauf dir mal eine neue Waffe. Engaging the enemy.
I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Purchase order received. Heads up. Fatal wounds detected. Triage mode activated. Fuck. Ich hasse es. Mann. Das ist nämlich das Problem, man rennt im Team rum, die Gegner sind im Team, aber man selber ist nicht im Team. Ja, super, finde den Fehler. Ja, jetzt nicht so meine Waffe der Wahl, aber ganz gut. Ich habe noch keine drei Waffen. My shield's broken. Need help. I'm down. Engaging the enemy. Macht das überhaupt schneller, das Sliden? Jemand im letzten Chat hat gesagt, nein, das hilft ja nur beim Ausweichen, dass sich die Gegner schlechter treffen. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass man dadurch, und wenn es nur 5% sind, schneller wird. Taking fire! My shield's broken! I'm down! Engaging the enemy. Ja, jetzt ist er wieder tot. Jetzt hat man wieder kein Ziel. Das ist immer so das Problem bei diesen unkoordinierten Gruppen. Shield's broken. Damn it, I'm down. Notice, kit recalibrated to match increased operator performance. Schlechte Idee, aber das Team war mal wieder richtig kacke. Das ist halt echt das Problem, wenn man nicht einfach zusammenwirken lässt. Deswegen ist, oder war die ganze Zeit meine Wahl eigentlich Player. Klar, man hat es schwer, wenn man alleine ist, aber man weiß wenigstens, was man will und was man tut. Also, das ist der Vorteil. Ein bisschen deprimierend aktuell. So, die Runden. Eine war richtig gut, der Rest war scheiße. Aber ich meine, okay, zieht mich jetzt nicht runter, mein Gott. Ist nur ein Spiel. Zigarettenpause. Dann noch zwei, drei Runden und dann sind wir wahrscheinlich auch durch. Ich werde heute auch um 10 aufhören. Oder gegen 10, wenn ein Spiel noch läuft, dann mache ich es natürlich fertig. Aber ich bin erstmal Zigarettchen durchziehen. Bis gleich.
Da bin ich wieder. So, wir machen wieder Solo. Habe ich mir gerade überlegt, da kann ich das machen, was ich will und brauche mich nicht auf andere einzustellen. Auf der anderen Seite? Nee. Vielleicht mache ich mal eine Runde mit dem DJ Niklas, heißt er, glaube ich. Mit dem Zibo werd ich wieder am Sonntag spielen. Ja. Also Sonntag wird es wieder lustiger, weil wir da auf jeden Fall schon mal im Zweierteam sind. Also das ist ja Zibo. Also die Namenszuordnung ist immer so ein bisschen schwierig. Hier den Nickname, da den Nickname. Ja. Aber die Ausrüstung, die ich habe, ist schon eigentlich ganz, ganz cool. Auf kurze Distanz, auf mittelmäßige Distanz, auf weite Distanz, Sprengwirkung. Mein Hammer ist auch schon gut ausgestattet. Brauche ich eigentlich jetzt nur noch... Da muss ich mich entscheiden, mache ich das Zielfernrohr, wahrscheinlich eher den Holo-Punkt. Also auf weite Entfernung. Was soll ich da mit dem Hammer schießen? Da bin ich echt am Überlegen, mache ich das Schnellpatronenmagazin oder den Schockdämpfer? Ich tendiere gerade mehr zum Schnellpatronenmagazin, weil ich dann einfach schneller schießen kann. Weil so viel ist das auch nicht. Und das sind auch nur 10%. Das sind nicht immer 10%. Das heißt, der Schockdämpfer ist vom Effektivitätsgrad her höher. Wenn ihr mir folgen könnt. Ah, perfekt. Der ist einfach nur 80. Okay, cyber windows opening now. Also wenn ich mich mal ausblende, dann ist es meistens so, dass ich husten muss. Ich will es ersparen, dass ich in das Mikro rein huste. Nein, ich habe kein Corona, falls die Frage aufkommen sollte. Das liegt einfach an der Raucherei. Deswegen müsste ich eigentlich mit der Raucherei aufhören. Deswegen sage ich auch, ne? Raucht nicht. Lasst es bleiben. Fangt damit gar nicht erst an. Let's go. Habe ich jetzt doch wieder ein Squad gemacht? Ich hab doch der Squad gemacht. Ich wollte das Solo machen. Na egal. Auch nicht schlimm. Bisschen mehr Party. Hey, over here. Und vielleicht sind sie ja auch mal wieder gescheit. Over here, das klingt immer gut. Scheint schon mal jemand zu Wort zu melden. Mega mieses Aim, ey, das gibt's doch nicht. Notice. Kit adapted for improved operation. Also dieser Sturmangriff, der bringt schon wie Sau.
Ich renne voll in die falsche Richtung, verdammt. Bin heute nicht so richtig da, irgendwie. Nicht so richtig. Aber wenn man bis nachmittags schläft, ist das auch kein Wunder. Wie gesagt, dann habe ich immer so einen Overhang. Overhang, genau. Hangover. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man lachen kann, dass man auch mal über sich selbst lacht. Richtig keine Zeit mehr aus der Krone, mal über sich selbst zu lachen. Das kriegt er schon. Ich glaube, er hat das wahrscheinlich fertig. Ah, scheiß Baum. Warum musst du da stehen? Let's check for minerals. Genau da wollte ich gerade hin. Taking fire! Engaging the enemy! Careful, we've got company. Put that thing to good use. Falsch, jetzt sind sie ja natürlich in dem Baum, das ist auch doof. These numbers can be right. We need more minerals than before, Prospector. So, ich bin fast bei meiner zweiten Wumme. Fast. Nicht reagiert. Einfach nicht Space angenommen hier. Dumme Sau. Engaging the enemy. Notice, kit recalibrated to match in-space operator performance.
Irgendwas ist mit meinem Space nicht in Ordnung. Glaube, ich brauche eine neue Tastatur. Shields broken. I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Careful with that. It's hot. We should power up the facility. No. Wo wollen die denn hin? Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, wo die vielleicht hinwollen, schreibt's doch einfach mal in den Chat. Weil ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo die vielleicht hinwollen könnten. Womöglich zum... Ah, doch. Wahrscheinlich zum Train. Wir wollen den Train einnehmen, ja. Da ist ein Seal Crystal, der sich bewegt. Engaging the enemy. I'm taking fire. My shield's broken! Shield's broken! Help! I'm down! So, den habe ich mir geholt. Es war mir jetzt gerade egal, dass ich jetzt das erste Mal schon down gehe. I'm taking fire. My shield's broken. Help, I'm down. Schon mir keine Karre, die ich dann stehen lasse, die mich dann Geld gekostet hat. Nee. Außer ich hätte jetzt viel zu viel Geld. Multiple hostile prospectors engaging. Shield's broken. Notice, kit has increased to match operator performance. Capture that train before it finishes unloading, we reward you extra.
My shield's broken! Engaging the enemy! Links to the central station active. Power it up, Prospector. Taking fire! My shield's broken! These numbers can't be right. We need more minerals than before, Prospector. Caution. Hostile engagement by multiple prospectors. Life oh, is fuck. Emergency triage engaged. Damn. Shield's broken. Ich müsste eigentlich langsam meine KD verbessern. Meine KD ist leider Gottes am Anfang echt nicht gut gewesen. Ich mache eigentlich jedes Mal einen Platt, bevor ich frage. Das ist der Vorteil. Komm, langsam werde ich auf meine 1er KD kommen. Nach den ersten Abenden war ich immer noch auf 0,3, 0,25, irgendwas in der Richtung, also nicht nennenswert. Kann man sich das denn anzeigen lassen? Statistik. Squad 1, Duo 0,18, Solo 0,32. Ist jetzt nicht so gut. Muss ich um einiges verbessern, aber im Squad bin ich eigentlich okay. Sagen wir es mal so. Geht besser. Ausbaufähig. Keiner online, okay. Ich mache jetzt nochmal ein Solo. Ich habe heute Abend leider noch einen Termin. Aber wenn ich wieder zurückkomme, werde ich vielleicht nochmal streamen. Ich denke mal, dass ich gegen 11:30, 12 wieder zurück bin. Ich weiß aber nicht, ob ich wieder The Cycle streame. Oder ob ich heute Abend mal eine Ausnahme mache. Das weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Stay tuned and switch in again. Geschrieben, ob das dann auch pünktlich passt. So. Singleplayer. Alright, drop pods locked in. Loading coordinates. Station gates closed. Don't turn it back now. Das mache ich dann im Match. Das Problem ist, man verrät halt seine Position. Wenn man, oder man verrät, dass man sich im Umkreis befindet, wenn man so eine Anfrage sendet. Und natürlich guckt sich dann jeder gleich um. Und ich würde sagen, weit über 50% der Fälle entscheiden sich die Leute, das abzulehnen und nehmen dich dann auscoren. Und sich denken, ach danke, dass du mir gesagt hast, dass du nie bei mir irgendwo bist. Nein, danke. Und dann rums. Geht's los. Oh, Gänsefleisch mal. Gut. Let's go again. Alright, Prospector.
Complete the most contracts if you want top marks. And remember to get off the planet before the cycle hits. So, jetzt wieder im Singleplayer mit etwas weniger Action, natürlich. Solo-Action, so. Operator exceeded expectation. New kit subroutines enabled. So, da hinten ist das nächste. Sehr schön. Alert. Engaged by Prospector. Wanna team up? Let's do this! Bei ballert mich erstmal und dann fragt er mich, ob ich abteamen will. Auch nicht schlecht. Wollt vielleicht erstmal sehen, ob ich ein Noob bin oder nicht. Finde ich aber gut, wir haben einen Vorteil. Wir haben dadurch einen Vorteil. Calibrated to match increased operator performance. Ah, I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Wir sind auf dem dritten Platz, nicht schlecht. Engaging the enemy. Put that thing to good use. Performance.
Engaging the enemy. Also so war das echt nicht gedacht, aber hey, cool. Da drüben ist schon wieder der Kristall so. We should mine some minerals. Minerals? Ah, guter Teammate, guter Teammate. Ich meine, hätte ja kein Problem mit, wenn er auch was sagen würde, aber er macht halt auch einfach mit, was ich sage. Sehr schön. Taking fire!
These so, numbers can be right. Eins. We need more minerals than before, Prospector. Engaging the enemy. Careful with that. Get hot. Come on, capture the uplink relay. Minerals? Ah, wir holen uns die Führung schon wieder. These numbers. We should cap the uplink relay. Let's drill for minerals. Alter, bleib ich an so einer komischen Ecke hängen hier. Unglaublich. Unbelievable. Taking fire. Engaging the enemy.
von der Ecke hängen geblieben mal wieder. Engaging the enemy. I'm taking fire! Da kommt Feuer ab. Aber nicht vom Prospector. Hol ihn dir, Tiger. Hol ihn dir. So, let's end it. Ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Bis zum Ende Party gemacht und jetzt ab. Ab dafür. Gekotzt wird später. Moin, moin. Ich hoffe, ich habe dich nicht schon wieder verpasst, weil ich habe jetzt gerade 10 Minuten vielleicht wieder nicht auf den Chat geguckt. Servus, DJ Niklas. Freut mich, dass du einschaltest. Ja, alles super, alles super. Bei dir?
Aber kennst du das bestimmt noch vom Anfang? Hast du auch bestimmt oft den Chat vergessen? Also ich glaube, das ist eine ganz normale Sache bei den Streamern am Anfang. Sehr gut. Ja, ich wollte jetzt aber auch gleich den Stream offline nehmen. Schade, dass du gerade erst reingeguckt hast. Vielleicht können wir ja später nochmal was starten. Ich muss jetzt nochmal kurz weg. Ich denke mal, 11:30 bin ich wieder da. Wollen wir später nochmal eine Runde starten? Sehr cool, sehr cool. Hat mich mega gefreut gestern wegen dem Raid. Entweder ich hab's nicht gepeilt oder der hat's nicht angezeigt. Also mir angeplinkt, sag ich mal, in meinem Headset. Aber dann schauen wir mal später. Dann starten wir mal was. Hat mich gefreut. Ja, und ich mache jetzt aus. Hat mich natürlich gefreut, auch dass alle anderen eingeschaltet haben, gar keine Frage. Ich bin, denke ich mal, um 11:30, 12 wieder online. Vielleicht mit dem DJ Niklas streamen, ansonsten vielleicht auch ein anderes Spiel. Vielleicht mache ich heute mal eine Runde Quake Live später. Aber ich schau mal. Alles klar. Ich wünsche euch allen was und ja, DJ, ich melde mich später. Bis dahin. Ciao, ciao.